Für mich bitte so ein Tall Blue Pea Flower Raspberry Topping Less Form Soy Milk Half Half Decaf Mocha Macchiato. Ich dachte, wir nehmen einfach nur raschen Kaffee, Frau Baerbock. Frau Esken, die Welt ist komplizierter und vielfältiger geworden. Und deswegen sagen wir auch nicht einfach, wir Grüne erhöhen mal eben den Benzinpreis. So wie Sie von der SPD das über uns in die Welt setzen. Dabei haben Sie das auch vor und müssen es auch tun. Tun wir nicht. Tun Sie wohl. Tun wir nicht. Tun Sie wohl. Tun wir nicht. Tun Sie wohl. Na gut, tun wir. Weil wir die Klimaziele erreichen müssen. Und es geht nur über eine CO2-Bepreisung. Und das heißt mehr Geld fürs Benzin. Aber wir sind eine soziale Partei und nehmen nur 15 Cent. Und die Grünen 16. Sie sind eine Besserverdienerpartei. Aber dann sagen Sie bitte schön auch, dass wir Grüne ärmere Menschen mit einem Energiegeld dann auch wieder entlasten werden. Aber das wollen Sie erst später tun. Tun wir nicht. Tun Sie wohl. Tun wir nicht. Tun Sie wohl. Tun wir nicht. Da kommt Ihr Getränk. Tut es nicht. Ach doch, danke. Und wo ist mein Kaffee? Das ist nicht das Einzige, was Ihnen fehlt. Sie haben sich noch nie wirklich ums Klima gesorgt. Und jetzt spielen Sie auch noch Klima und Soziales gegeneinander aus. Pfui, Spinne, ich muss sofort ausspucken. Das ist jetzt aber ein bisschen hart. Nee, der Kaffee schmeckt so eklig. Und in Ihrer Verzweiflung fangen Sie einen Wahlkampf gegen uns an, der so dreckig ist wie die Luft, die wir retten müssen. Das mit dem Kanzleramt ist doch für Herrn Scholz eh gelaufen. Wenn Sie Ihre Pläne so miserabel kommunizieren, werden Ihnen am Ende die entscheidenden Prozente fehlen, weil sich das mit der Benzinpreiserhöhung der Grünen bei den Leuten festsetzt. Dafür sorgen Sie ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Also dann wird Herr Laschet ins Kanzleramt kommen und dort das Klima mit der Braunkohle versöhnen. Glück auf, SPD. Ich zahle. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Intensivstation. Die Radiosatire. Von NDR Info.